EDU-Camp gehe. Nun, bislang kenne ich Konferenzen so. Ein Experte redet, viele sitzen und hören zu. Das kann manchmal ganz schön einseitig sein. Und für Fragen gibt es oft wenig Möglichkeiten. Dafür gibt es einen vorgegebenen Programmplan mit festgelegten Keynote-Speakern. So weiß ich zwar immer, wo im Programm ich gerade bin, aber manchmal interessiert mich auch nicht alles, was ich da zu hören bekomme. Aber raus komme ich meistens erst in den vorgegebenen Pausen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bekomme auf einer Konferenz vieles auf dem Silbertablett serviert. Das ist zwar auch schön, aber wenn ich mal Abwechslung brauche, gehe ich zum EDU-Camp. Ein EDU-Camp kennen viele auch als Unkonferenz. Es gibt keinen festen Programmplan, lediglich das Oberthema ist bei einem EDU-Camp gegeben. Worüber aber genau gesprochen werden soll, ergibt sich erst vor Ort durch die Teilnehmenden. So können anders als bei einer Konferenz alle das Programm aktiv mitgestalten und ich kann mich auch mal zu Wort melden. Koordiniert werden die Themen anhand eines Sessionplans, der ganz zu Beginn von allen abgestimmt wird. Und wenn ich bei einem Thema genug zugehört oder mitgeredet habe, kann ich ganz einfach in einen anderen Raum wechseln, wo ein anderes Thema besprochen wird. So bekomme ich auf einem EDU-Camp zwar nicht alles auf einem Silbertablett präsentiert, aber ich kann aktiv und individuell für mich interessante Themen mitgestalten und vor allem mich darüber mit Gleichgesinnten austauschen. Darum gehe ich also zum EDU-Camp. Und warum geht ihr zum EDU-Camp? Dir macht das EDU-Camp Spaß, weil man so viele interessante Leute aus verschiedenen Bereichen trifft. Weil hier ganz viele bildungsinteressierte Menschen sind, die an neuen Konzepten interessiert sind und bereit sind, darüber zu reden. Man ganz viele neue Sessions und ganz, ganz tolle Austausch. Ich hier gerade meine Session zum LDL-MOOC vorstellen konnte und viele super Ideen bekommen habe. EDU-Camp macht euch Spaß, weil ich gerade im Praxissemester an einer Grundschule bin und ganz viel darüber lernen will, wie ich da neue Medien anwenden kann. Ich im Moment dabei bin, Design for Change nach Deutschland zu bringen und ganz begeistert bin, hier junge Leute getroffen zu haben, die mitstreitig sind.